Jo Leute, was geht? Freunde, habt ihr euch vor, einen Gaming-Stuhl zu kaufen? Stopp! Schaut euch dieses Video erstmal zu Ende an, und zwar werden wir uns auf dem Kanal von Hit or Shit Gaming Chairs nur einen Verkaufstrick anschauen. Leute, bevor wir das Video starten, ich habe einen anderen Stuhl. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich hatte nämlich, ich kann es euch, weißt du, da liegen so Sachen drauf. Ich kann euch jetzt nicht meinen Noble Chair zeigen, aber ja. Ich hatte eine lange Zeit einen Noble Chair. Ich habe die immer noch, einen davon habe ich an einen Kollegen geschenkt und die anderen, die liegen im anderen Raum. Aber ich sitze hier nicht mehr auf einem Noble Chair. Ihr könnt sehen, das hier, Freunde, ist zum Beispiel so ein Stopfstuhl. Also ihr seht meine Hand dadurch, das ist so ein Netz, das ist so wirklich wie so ein Trampolin. Als würde ich auf einem Trampolin sitzen. Ich sag's euch, bestes Feeling aller Zeiten. Hermann Miller Stühle kosten zwar 1500, wenn nicht sogar mehr. Aber ich habe mir das aus gesundheitlichen Gründen gekauft. Und jetzt kommt's drauf an, Leute. Sind Gaming-Stühle wirklich das Richtige fürs Gaming? Wir werden das auf dem Kanal herausfinden. Also Leute, let's go mit dem Video. Die Haltung beim Gaming wird zu sehr vernachlässigt. Ja, ich weiß, es interessiert niemanden und mich eigentlich auch nicht. Ich sitze doch genau wie ihr, wie ein hingeschmissener nasser Lappen im Sessel. Aber irgendwie will ich dann zukünftig doch nicht so... Boah, Alter. Ich meine, okay, ich würde schon gerne die Form haben wie links, ne? Ja, heute geht es um ein gesundheitliches Thema. Und das wird... Das vernachlässigen viele junge Leute. Das muss man einfach sagen. Es ist einfach, oh mein Gott, ich habe zu weit geskippt. Let's go. Nicht so aussehen. Und angeblich ist mein Gaming Racing Chair auch absoluter Blödsinn und ich sollte mir so schnell wie möglich einen richtigen Sessel kaufen. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bequem so ein Bürostuhl ist. Aus Leder mit Stoff. Zum Zocken einfach geeigneter. Jetzt frage ich mich, sind Gaming Chairs wirklich so scheiße im Vergleich zu anderen Bürostühlen oder ist das alles nur leeres Twitch-Chat-Gejammere? Wie man auf die Idee gekommen ist, einen Racing Chair fürs Zocken zu produzieren, ist mir ein Rätsel. Das Prinzip kommt ja aus dem Motorsport und hat dabei auch gewisse Funktionen. Der Schalensitz mit erhöhtem rausstehenden Rahmen soll dich nämlich am Platz halten, trotz der G-Kräfte, genau, und das ist es eigentlich. Es ist ein Racing Seat, hat nur was mit G-Kräften zu tun. Und es ist halt dadurch komfortabel. Das ist ein ganz, ganz anderer Unterschied im Vergleich, wenn du normal statisch die ganze Zeit sitzt und zockst und dich nicht bewegst. Ist es bei so einem Racing Seat halt trotzdem komfortabel, weil dein Körper ständig durchgeschüttelt wird. Und dadurch ist er auch in Bewegung. Verschiedene Muskeln werden aktiviert. Und deine Wirbel werden so oder so beim Autofahren auch aktivieren. Das ist ja ganz klar, ne? Also wenn du Racing fährst, dann hast du keinen steifen Rücken. Da ist er die ganze Zeit hart. Da ist die ganze Zeit am Arbeiten. Die Muskeln erschlaffen und so. Und im Sitzen macht es dann beim Zocken keinen Sinn, sich ein Racing Seat zu holen. Einzig und alleine der Vorteil ist, es passt zum Setup, es sieht halt fresh aus, es sieht geil aus. Und ja, das habe ich eine lange Zeit auch tatsächlich verfolgt. Und ich muss aber ganz kurz sagen, Freunde, es ist jetzt keine Werbung, ich werde nicht bezahlt, aber ich habe einen Racing-Stuhl, ich hatte mehrere Racing-Chairs. Ich hatte eine Noble-Chair, die waren so ein bisschen mehr auf die Mercedes-Linie von den AMG-Sitzen oder nicht von den AMG-Sitzen, sondern ja doch, so den Epic-Series, den Icon-Series, das ist der, der so aussieht wie der von meinem aktuellen CLA. Finde ich sehr angenehm, der von, ne, also der ist ein bisschen weicher. Dann gibt es noch Hero Series und so. Die sind halt aber generell alles sehr, sehr harte Stühle. Und dadurch habe ich Rheuma bekommen. Ja, also, weil ich ständig 2 Stunden gelivestreamt habe. Ich glaube, das kam halt über das GTA 4 Let's Play, weil ich es auf Twitch gestreamt habe. Und auf so einem Teil die ganze Zeit in einer Position aufrecht sitzen, das hat halt meine Hüfte einfach wirklich komplett zerstört. Komplett Reizüberflutung war das. G-Kräfte, die während der Kurven oder sogar in einem Crash auf dich wirken. Komfort ist dabei nie Thema gewesen. Irgendwer muss aber mal nach einer Stunde in einem Rennwagen mit schmerzenden Rücken draufgekommen sein, dass er unbedingt auch die gleichen Schmerzen beim Zocken haben möchte. Aber jetzt mal ohne übertreiben, wieso Rennsitze? Wieso nicht irgendwas von Haus aus Gemütliches nehmen wie einen Couchsessel und den dann umbauen auf Gaming-Bedürfnisse? Oh. Wisst ihr warum? Ja, weil es dann scheiße aussehen würde. Und sind wir uns ehrlich, wir Gamer sind da schon ein eigenes Volk. Natürlich muss es immer die beste Performance liefern, aber wenn es dabei kacke aussieht, dann wird es wohl kaum wer von uns kaufen. Und dann wurde fleißig vermarktet mit toll... Mit RGB! Ja, Mann! Let's go! Was kann man noch RGB machen? Brille?
Brille wahrscheinlich. Mit einem Look und ohne wirklichen Zweck dahinter. Nur Gaming stand als Schlagwort davor. Streamer benutzen sie, E-Sport-Events benutzen sie, die müssen einfach gut sein. Ich meine, es ist ja auch so, die sehen halt einfach schön aus. Ich finde, Gaming-Chairs sehen super, super schön aus. Das ist auch der einzige Grund, warum sich die Leute sowas holen. Das ist der einzige Grund. Und vielleicht, weil man denkt, der ist multifunktional und so. Aber ich bin ehrlich, Freunde, wenn ich zocke, dann werde ich, wenn ich jetzt bei so einem E-Sport-Event wäre, ich würde mich weigern, auf so einem Stuhl zu sitzen. Ich würde tatsächlich sagen, Alter, gib mir meinen Hermann Miller. Es geht mir um meine Gesundheit und ich meine, ich werde besser zocken. So, der unterstützt mich beim Zocken. Meine Wirbel, weißt du, ich bewege mich hier und der unterstützt mich hier, mein Rücken. Denn der Look und der gedankliche Bezug zum Gaming ist deutlich wichtiger als Ergonomie. Ein ganz kleiner Test an euch. Wenn ihr einen Stuhl habt und ihr da 2 Stunden am Stück sitzt und PC zockt, an alle PC-Gamer, weil Konsolenspieler betrifft es ja wohl nicht, meisten zumindest, weil die ja auf einer Couch sitzen. Bessere Entscheidung. Habt ihr jemals Rückenschmerzen oder Sitzschmerzen gehabt, also am Hintern, wenn ihr dann aufgestanden seid? Habt ihr euch dann schlapp gefühlt? Habt ihr euch schlapp gefühlt? Ich sag euch, wie es ist. Ich stehe auf und es fühlt sich genauso an wie im Sitzen. Es fühlt sich genauso an. Ich sitze, ich stehe. Du hast nicht mal Hitze unten. Es ist alles, als würdest du nicht sitzen. So krass ist es. Ich mache jetzt gefühlt Werbung für Hermann Miller, aber der Stuhl ist einfach krank. Und wenn du vor 2 Stühlen stehst und einer sieht so aus und der andere so und der einzige Drawback ist, dass dir vielleicht irgendwann mal etwas wehtut, dann ist das Risiko so fern, dass man eher zum geilen Ding greift. Vor allem auch, weil sich so ein Racing-Chair im ersten Moment eigentlich ziemlich angenehm anfühlt. Die einzige Frage ist, wieso nicht jeder Gaming-Chair mittlerweile RGB-Lights, Klimatisierung und ein eigenes kleines Display hat. Fehlt mir irgendwie noch. Was die Möglichkeiten der Designs betrifft, sind sie herkömmlichen Bürostühlen sicher. Oh, das ist der Stuhl, den du nicht holen willst. Das ist der Stuhl, der mir meine Erkrankung verursacht hat. Nicht genau der gleiche, aber die Form. Schaut euch mal diese gerade Linie an. Wie willst du denn da bequem sitzen? Und diese Sitzfläche, die war an der hinteren Stelle bei mir so hart, dass mein Rücken hier und da so eine extreme Belastung bekommen hat, dass da eine Entzündung passiert ist. Jo, das kann jedem von euch passieren. Und ich kann aber auch ganz kurz Props geben. Ich glaube, ich habe es gerade nicht erwähnt. Aber ich habe noch einen anderen Stuhlhersteller und zwar von Backforce. Da saß ich drauf. Ich habe keine Langzeiterfahrung mit dem Stuhl. Aber ich kann euch eins sagen, der Stuhl wird von einem Bürostuhlhersteller gemacht, die sich damit auskennen und deswegen einen, naja, nicht so ganz Racing-Seat-mäßigen, also doch ein bisschen schon gut, ne, so ein bisschen eigen aussehenden Stuhl, den Backforce One oder One Plus rausgebracht haben. Ihr könnt mich gerne sponsern, wenn ihr wollt. Also ich würde gerne den Stuhl annehmen. Der soll auch auf viele Punkte geachtet haben. Ne? Die Wip-Synchronisierung, dass halt die Hüfte und so alles in Bewegung bleibt, wenn du dich nach hinten wippst, weil ihr kennt das, wenn ihr euch nach hinten wippt und es bleibt alles gleich, euer Rücken wird nicht bewegt, das ist natürlich nicht so gut. Es muss sich halt schon ein bisschen langsamer bewegen. Also, Leute, wir reden hier über das Wippen, aber ich sag's euch, es ist so. Also, Backforce, das sind so die einzigen Gaming-Stühle, die ich momentan empfehlen könnte. Der einzige, bei dem ich euch sage, dass ihr davon vielleicht keine Krankheit bekommt. Ja, viel voraus, aber es gibt durchaus noch Potenzial nach oben, auch optisch weitaus gamier zu werden. Das würde natürlich den Preis erhöhen, aber ehrlich, Gaming-Chairs kosten momentan etwa zwischen 100 und 500 Euro. Bei 500 Euro ist man bereits im High-End-Luxus-Segment angekommen. Ja, also von der Verarbeitung her, also wie gesagt, Noble Chair ist eine Top-Verarbeitung, Lederstuhl, Top verarbeitet, ja. Nichtsdestotrotz, also ich dachte erstmal, oh, ist der angenehm. Oh, ist der Noble Chair angenehm. Hab mich draufgesetzt, oh, fühlt sich so gut an. Ja, nach einem Jahr drauf sitzen oder wenn du da 2 Stunden am Stück sitzt, dann denkst du dir so, oh, fühlt sich der miese an. Wenn du dir einen High-End-Office-Chair kaufst, landest du direkt mal bei mindestens 1.000 Euro. Und wenn ich mir um weit über 1.000 Euro einen High-End-Bürosessel kaufe, dann erwarte ich mir beim Hinsetzen erstmal ein Wow-Erlebnis. Wenn man dann aber seinen Hermann Miller 1.200 Euro Stuhl ausgepackt hat und zum ersten Mal sein elitäres
Der ist auch von Herman Miller. Der soll auch ganz gut sein, der M-Body. Da kannst du dich auch wirklich entspannt bewegen auf dem Sitz. Das Gamer-Gesäß drauf platziert, merkt man schnell. Toll fühlt sich das jetzt nicht an. Was genau macht jetzt den großen Preisunterschied? Wer sagt denn, das fühlt sich nicht gut an? Ey, setzt euch erstmal auf so einen Stuhl drauf. Ich weiß, dass der Kanal von Hit or Shit wahrscheinlich nicht diesen Stuhl hat. Ich habe ihn auch nicht. Ich würde auch nicht den kaufen. Ich würde tatsächlich den Aeron kaufen. Vielleicht das Einzige, was die Leute abschreckt, ist, dass der halt keine Kopfstütze hat. Aber davon gibt es halt Add-ons. Und zwar, Freunde, habe ich nämlich so eine Kopfstütze, die kann man hier hinten dran klemmen. Also das ist alles kein Thema, das ist alles möglich. Ich habe es jetzt für den Greenscreen in meinen Videos aber wieder abgemacht. Sehr schade, weil der war wirklich angenehm. Deswegen, Freunde, ich weiß, ihr denkt, ihr könnt euch gerne einen Stuhl für 100 oder 150 holen. So, und ihr werdet am Anfang auch nichts beschwert haben. Das kommt erst, wenn ihr mehr wiegt. Am Anfang, wenn ihr sehr, sehr leicht seid, da werdet ihr vielleicht noch keine Schmerzen haben. So, ihr seid sehr aktiv und so. Aber entweder wenn man mehr Gewicht hat oder wenn ihr euch sehr, sehr wenig bewegt im Leben, dann bekommt ihr, ne, Probleme. Das ist so bei mir gewesen. Ich bewege mich wahrscheinlich deutlich weniger als jeder andere oder so. Und ich bin halt meistens nur in der Wohnung hier. Und ich sollte wirklich öfter wieder zum Sport gehen, damit ich diesen Ausgleich kriege für Sitzen. Ganz einfach. Die High-End-Büro-Chairs sind nicht darauf ausgelegt, dir Komfort zu bieten. Zumindest nicht, solange deine Position noch nicht passt. Denn wenn du immer falsch gesessen bist, dann korrigiert dieser Sessel erstmal eine Zeit lang deine Haltung. Und das macht er ausgezeichnet, weil jeder Part extra eingestellt werden kann. Solche Einstellungen gibt es bei Gaming-Chairs auch. Nicht so zahlreich, aber schon erstaunlich viel ab einem Preis von ca. 300 Euro. Selbstverständlich finden sich auch im Preissegment unter 300 Euro Stühle, die in Ordnung sind, sowohl Gaming als auch Office. Doch hier muss man vorsichtig sein. Man erwischt in diesem Segment leicht mal etwas, das nach 2 Wochen Sitzen arschbetäubende und dann beinbetäubende Superkräfte entwickelt, weil der Sitzpolster durchgesessen ist. Oh ja, deswegen kauft euch keinen Billigsitz. Meiner war nach einem halben Jahr durch. Mein allererster Gaming-Stuhl, so ein blauer. Und dann bringen tolle verstellbare Lehnen auch nicht mehr so viel. Gute Gaming-Chairs bieten aber schon super Möglichkeiten. Verstellbare Armlehnen, oh, die ist sogar 4D, die reist durch die Zeit. Sehr robust gebaut und teilweise sogar Funktionen, von denen auch die teuersten Bürostühle nur träumen. Für mich ist es zum Beispiel bereits selbstverständlich, dass ich meinen Gaming-Chair bis ganz nach hinten verstellen kann. Das ist eigentlich ein echt cooles Feature. So dass man sich ganz nach hinten lehnen kann. Das haben nur Gaming-Stühle. Das ist ein Feature, was ich wirklich vermisse tatsächlich. Halbliegender Position. Wie soll ich denn sonst YouTube-Videos schauen? Bei einer Einstellung hinken Gaming-Chairs dann aber doch hinterher. Die Lendenstütze. Einer der wichtigsten Ja. Teile, um langfristig gute. Guter YouTube-Kanal, gamingstuhl.de. Der hat sehr, sehr viele Videos gemacht schon. Haltung zu fördern. Und das Einzige, was Gaming-Chairs dafür machen, sind lausige externe Lendenpolster, die in den meisten Fällen nicht mal dort bleiben, wo sie sollen, weil sie so dumm mit Gurten angebracht sind. Aber auch hier reagieren manche Hersteller bereits. Die Lendenwirbelteile, die die Gaming-Stühle haben, sind alle eine Katastrophe. Bis auf die von, ja gut, eine Noble Chair hatte das auch, aber der hat für mich zu Problemen geführt. Wie hieß der nochmal? Backforce. Der Backforce. Solche Teile mit Gurten, Leute, schmeißt es in den Müll. Schmeißt den ganzen Stuhl, tut mir leid, verbrennt den, schmeißt ihn in den Müll oder so. DX Racer ist auch nie gut gewesen. Noble Chairs hat im Premium-Modell um unter 500 Euro Das war mein Stuhl. Das war meiner. Bereits eine adjustierbare Lendenstütze drin. Und damit ist der eigentlich größte Flaw behoben. Nein. Nein, dieser Stuhl hat. Das war für mich mein Stuhl. Ich würde jetzt auch keinen Noble Chair mehr holen. Weil, wie gesagt, ich verdanke meine Erkrankung zu einem Teil, ne? Du darfst nicht einen Hersteller verantwortlich dafür machen, wenn du Antigene hast, die dann einfach getriggert werden, weil du halt falsch sitzt, ne? Andere Leute werden damit keine Probleme haben. Und bei mir war es halt so, ne? Sogar der Razer-Stuhl hat bereits eine verstellbare Lendenstütze. Und die machen eigentlich nicht mal hauptsächlich Gaming-Chairs. So wird die Form immer mehr der natürlichen S-Form der Wirbelsäule gerecht und kann nicht nur mit Office-Chairs mithalten, sondern auch noch besser aussehen. Was aber die Form der Racing-Chairs wiederum zu einem Nachteil macht, sind die nach vorne geneigten Schulterpolster. Wofür sind die? Wofür sind die? Das soll ja ein Schalensitz ähneln. Aber wofür brauchst du so einen Schalensitz? Damit er dich bei seitlichen Kräften, Gehkräften drin hält. Hast du Kräfte, wenn du sitzt? Nein. Im Rennwagen macht es natürlich Sinn, dass die Schultern fixiert sind, um einwandfreies Lenken zu garantieren. Beim Sitzen vor dem PC ist es aber ein bisschen ein Nachteil.
Ehrlich gesagt sehe ich das hier gerade, was für ein Problem das ist. Deine Schultern gehen nach vorne. Das ist extrem schädlich. Konstant nach vorne gedrückte Schultern zu haben. In der heutigen Zeit neigen wir sowieso dazu, unsere Schultern durch Handy und Co. nach vorne kippen zu lassen. Jetzt muss der Sessel, auf dem wir unsere Gaming-Zeit verbringen, nicht auch noch dazu beitragen. Die Schultern sollten optimalerweise ein wenig Raum haben, um sich bewegen zu können. Und ich sag nicht, dass das nicht möglich ist mit einem Racing-Seat, aber da müsst ihr schon sehr genau aufpassen. Vor allem auf die Größe, nicht nur auf die des Sessels, sondern auch auf eure. Natürlich werden große, massige Typen mit breiten Schultern öfter dieses Problem haben und auch gibt es... Boah, Bruder, was ist danach passiert? Leute, was ist danach passiert? Was ist danach passiert? Ist der Stuhl... Oh mein Gott. Gibt es zwischen den verschiedenen Modellen große Unterschiede, wie gewölbt der Rahmen und auch die Schulterpolster sind. Mein erster Racing-Billigsessel um 150 Euro hat meine Schultern gefühlt vorne zusammengedrückt, wobei mein jetziger großer um 300 Euro genügend Platz bietet. Fazit, wenn ihr euch einen neuen Gaming-Sessel zulegen wollt, dann schließt Racing-Chairs nicht von vorne weg aus. Sie können durchaus ein ergonomisches Erlebnis bieten. Vor allem, wenn ihr weniger als 2 Stunden am Tag darin verbringt, macht euch nicht zu viele Gedanken. Ja, das stimmt. Wenn du nicht zu lange drauf sitzt, dann ist es okay. Du kannst auf dem Steinboden auch sitzen. Nur nicht zu lange. Die Dosis macht das Gift. Aber wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich lange sitzt, dann bitte denkt an euch auch und macht euch am besten es so komfortabel, wie es geht und auch vor allem so gesund, wie es geht. Ja, mein Stuhl, Freunde, was ich mag, dass es hinten keine Kopfstütze gibt. Ich kann mich... schön bequem nach hinten lehnen, schön den Rücken strecken und so. Und das ist halt cool. Schaut ruhig, wie geil er aussieht und wie komfortabel ihr sitzt. Und je länger ihr wartet, desto mehr ergonomisch gute Racing-Chairs kommen auf den Markt. Und wisst ihr, was das Beste ist? Selbst die besten und noch... Der ist nicht schlecht. Wie gesagt, seht ihr, da die Schulterblätter sind nicht so krass nach vorne gerichtet. Es ist auf natürliche Form des Rückens. Und Backforce... Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir vielleicht einen Stuhl zur Verfügung stellen könntet. Ich kann ja gerne hier ein Unboxing machen. Ich habe nämlich keinen. Ich hatte nur einen kurz für eine Woche oder so gehabt. Und ich dachte erstmal, so ein Billigkram, ey, was ist denn das für eine neue Marke? Aber ich habe darauf gesessen und dachte mir, also ich war damals vor auf einem Noble-Chat-Trip, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, aber der ist schon bequemer. Der ist schon irgendwie bequemer. Und dass man die Armlehne nach hinten kippen kann, damit du halt was auch immer machen willst, ist cool. Ja. Die neuesten scheinen sich preislich an die ungefähre 500-Euro-Grenze zu halten. So ganz im Gegensatz zu normalen Bürostühlen. Also Gaming-Chairs sind definitiv nicht so schlecht, wie sie oftmals dargestellt werden und werden deswegen auch weiterhin einen riesen Markt befüllen. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann nur noch Racing-Chairs, wenn sie weiterhin so rasant verbessert werden. Ich hoffe jedenfalls, dass viele der Racing Seats auf jeden Fall verbessert werden. Also ich weiß noch, als das Ganze losging, war DX Racer der ganz große Player. Da war der wirklich auf Nummer 1. Dann kam Noble Chair irgendwann, dann kamen die ganzen anderen Hersteller. Und DX Racer war niemals ein guter Stuhl. Also es ist, der hat geklappert, der hat geruckelt. Selbst die Fakes waren besser als der DX Racer. Ja. Aber ja, was soll ich sagen? Ich will hier keine großen Stühle schlecht reden. Am Ende ist es echt eure Entscheidung. Was wollt ihr holen? Wie viel Geld habt ihr? Wie viel Budget habt ihr? Aber ich sag's euch ehrlich, wenn ihr für 2000 Euro euch einen Gaming-PC holt und einen Tisch und ein 3-Monitor-Setup oder 2 Monitore, dann habt nochmal dieses Geld, um ordentlich auf den Stuhl zu sparen. Ja, dann habt nochmal wirklich, legt nochmal Geld da zur Seite. Denn einen ganz großen Vorteil hat's. Ein PC kannst du immer auswechseln, wenn der mal schlecht läuft. Aber wenn euer Rücken kaputt ist, das könnt ihr nicht mehr reparieren. Und so einen Stuhl könnt ihr auch beim nächsten Setup benutzen. Und wenn ihr euch einen teuren Stuhl holt, dann hält der länger und dann müsst ihr ihn nicht mehr auswechseln. Außer wenn ihr einen anderen holt, der sich durchsetzen lässt. Und der Stuhl, den ich habe, der soll angeblich lebenlang halten. Also ich bin mal gespannt. Mal gucken, ob man sich in 20 Jahren nochmal mit diesem Stuhl sieht. Aber ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. ID Zuck ist raus, haut rein und ciao.